Der Bitcoin steht heute bei 7.556 Dollar und hat damit einen neuen Höchstwert erreicht. Und damit hallo und guten Tag zu den Krypto-News am 5. November 2017. Auch der Gesamtmarkt der Kryptowährung hat einen neuen Rekordwert zu verzeichnen, und zwar mit 201,12 Milliarden Dollar. In den Top 10 sieht das Bild relativ gemischt aus. Da haben wir 8-mal Minus und 2-mal Plus. Plus natürlich bei Bitcoin mit 3,61% und dann noch bei Ethereum Classic mit 10,04%. Größter Gewinner in diesem Snapshot ist VCash mit plus 100,25%. Und Vericoin auf Platz 75 mit plus 60,79%, und beide werde ich nachher noch etwas genauer vorstellen. Die größten Verlierer des heutigen Tages, aber das ist immer relativ zu sehen, weil sich das auch ständig wandelt. Das heißt, also noch vor einer Stunde sah die Gesamtbilanz ganz anders aus, aber jetzt im Moment ist der größte Verlierer, aber die positiven Zahlen überwiegen heute. Die negativen sieht man hier nur minus 16,68% bei Smart Cash und minus 15,81% bei Nibio. Die Gesamtbilanz sieht deshalb eher positiv aus, also es gibt mehr Wachstum als Verluste. Das führt eben auch zum Gesamtwachstum des Kryptomarktes. Und auch diese beiden Unternehmen werde ich gleich noch etwas genauer vorstellen, und damit gehen wir aus den heutigen Kursen heraus. Weil dieses Unternehmen heute auch zeitweise die Charts angeführt hat mit plus 43,23%, möchte ich Singular DTV heute mal vorstellen. Das ist ein Studio, welches dezentralisiert ist, auf der Blockchain angesiedelt ist, und zwar von dem ersten, nach seinen Worten, ersten Krypto-Künstler Grammatik. Man versucht hier also die Fehler der Musik und auch der Medienbranche, insbesondere Hollywoods, zu vermeiden, damit sich die Künstler ohne diese Beeinflussung der großen Produzenten sowohl im Musikgeschäft als auch im Filmgeschäft entwickeln, vermarkten und auch verkaufen können. Eine höchst gute Idee, weil doch in jüngster Zeit oder in den letzten Jahren es doch immer offensichtlicher wurde, dass sehr viele Künstler ihr Leben lassen mussten, weil sie einfach ab einem gewissen Zeitpunkt kein Geld eingespielt haben. Und das System, man sieht es ja im Moment in den Nachrichten, die ganzen Enthüllungen in der Musik und auch in der Filmbranche, wer da alles gemobbt wurde. Und das will dieses neue dezentralisierte Studio alles verhindern, dass diese Abhängigkeiten gar nicht stattfinden, weil man kann in der Marktwirtschaft alles direkt vermarkten. Da müssen also keine Verbrecher zwischengeschaltet werden. Sitz dieses Unternehmens ist scheinbar Puerto Rico. Das ist im Moment natürlich etwas kritisch, weil da einiges durch den Wirbelsturm vor ein paar Wochen zerstört wurde. Und Puerto Rico eigentlich, es gehört ja zu den USA, auch pleite ist. Aber vielleicht will man auch hier ein Zeichen setzen, weil einfach die Kryptowirtschaft eine Möglichkeit ist, vieles wieder schneller und besser und auch fairer aufzubauen. Und das steht also hinter dieser Firma Singular DTV.
Vericoin hat eine Lösung entwickelt, um Bitcoin-Transaktionen 10-mal schneller zu machen und auch sicherer. Auch die Gebühren sind niedriger, als dies bei Bitcoin der Fall ist. Dann gibt es hohe Belohnungen durch das Mining. Man kann hier mehr verdienen. Das Mining, also CPU-Mining, ist dann auch dezentralisiert. Jeder kann mit seinem PC oder Laptop Varium verdienen. Varium ist ASIC und GPU-Mining resistent. So kann jeder davon profitieren. Dadurch entsteht ein mehr dezentralisiertes Netzwerk und verhindert zentrale Mining-Farmen. Bei Smart Cash haben wir es mit einer Kryptoökonomie zu tun. Das heißt, es steckt keine Firma dahinter, sondern es wird wirklich alles durch die Community organisiert, entwickelt und auch vermarktet. Im Gegensatz zum Bitcoin gehen hier nur 20% an die Miner und 80% der Einnahmen durch die Kryptowährung an die Community. Man hat hier mehr Mitspracherechte, mehr Einflussmöglichkeiten und wird auch für das Halten dieser Kryptowährung monatlich direkt entlohnt. Bei Nebio handelt es sich um eine Open Source Blockchain Basis, auf eine Plattform, auf welcher man sich als Firma niederlassen kann. Man hat den Vorteil, dass man auf dieser Plattform dann schon einen Token hat, also eine Kryptowährung. Man kann direkt seine Unternehmensideen auf dieser Plattform technologisch realisieren und man ist dezentralisiert und legt auch hier größten Wert auf die Sicherheitsfunktion dieser Blockchain. Wenn man Kryptogeld überweist, dann nutzt man auch die Copy und Paste Funktion, indem man die Zieladresse einfach kopiert und dann einsetzt. Aber genau dieses Vorgehen hat der oder nutzt der Krypto-Shuffle-Trojaner aus, um dann genau eben seine Kontonummer reinzupacken und nicht die Kontonummer, die man meint, kopiert zu haben. Und auf diese Weise sind schon etliche Bitcoins verloren gegangen. Es wurden also schon 23 Bitcoins im Gegenwert von fast 140.000 Dollar bis Ende Oktober geklaut. Hinzu kommen dann noch etliche tausende Werte an Dollars in Litecoin, Dash, Monera, Ethereum, Zcash und Dogecoin, die also auch auf diese Art und Weise verschwunden sind. Man sollte deshalb bei Überweisungen von Kryptowährungen auf dieses Copy und Paste verzichten oder zumindest, wenn man Copy und Paste nutzt, muss man nochmal visuell nachprüfen, ob eben nicht während dieses Vorgangs die Zielkontonummer des Trojaners reingeflutscht ist, sondern ob wirklich noch die Zieladresse wirklich drin ist, die man kopiert hat. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Ansonsten, klar, logisch, Antivirensoftware auf dem Computer drauf und Anti-Malware-Software. Man kann also nicht ohne einen geschützten PC in dieser Kryptowelt sein Geld überweisen.